Willkommen zu Arena Live Motorsport und heute ist wieder Montag, das heißt gestern wieder mal Rennen und zum zweiten Mal gewissermaßen kann man sagen auf dem Red Bull Ring, nachdem es ja letzte Woche der große Preis der Steiermark war, war es gestern nun offiziell der große Preis von Österreich und über 62.000 Fans waren allein beim Rennen gestern dabei, eine Kulisse, die man sich in den letzten anderthalb Jahren irgendwie gewünscht hat und gestern war es dabei oder war es wieder mal soweit, auch wenn eigentlich gefühlt alles irgendwie orange war, aber trotzdem, die Fans hatten Spaß, Max Verstappen gewonnen, aber auch sonst ist sehr viel passiert und auch darüber wollen wir heute sprechen. Ich freue mich sehr auf die Formel 1 Expertenlegende Marc Surer, willkommen. Hallo, schöne Grüße aus der Schweiz. Genau, Grüße zurück in die Schweiz und wir hatten es gerade eben schon vor der Sendung ganz kurz, gibt eine Menge zu besprechen. Erstmal vorab, Max Verstappen hat ja wirklich mal Mercedes dominiert. Also das war ja, wenn wir das jetzt mal überlegen, verglichen mit letzter Woche, da war es ja auch ein ordentlicher Vorsprung eben mit 12, 15 Sekunden, wenn man den Boxenstopp mal von Hamilton außen vor lässt. Aber gestern war es ja schon ordentlich, also Max Verstappen eben gewonnen, dann Bottas auf 2 schon 18 Sekunden aufgepumpt und auch Hamilton, ne? Also es war ja kein gutes Wochenende für ihn. Es fing zwar gut an mit der Vertragsverlängerung um 2 Jahre, da sprechen wir nachher auch mal drüber, aber fast 47 Sekunden Rückstand. Wie ist erstmal so deine Meinung zu Red Bull und Mercedes? Ja, wir haben das normalerweise erwartet von den Mercedes und oder die letzten Jahre haben wir das so gesehen. Und es ist schön, dass jetzt mal ein anderer in der Lage ist, denen davon zu fahren. Ich denke, es ist eine Kombination zwischen Verstappen und dem Red Bull. Die beiden passen perfekt zusammen. Dass es nicht alleine das Auto ist, zeigt sich ja an Perez. Perez tut sich ja wahnsinnig schwer, da mitzuhalten. Er fällt eigentlich immer wieder ab. Und das zeigt eigentlich, dass es nicht wie bei Mercedes, das Auto ist in erster Linie, plus dann ein Hamilton noch dazu, sondern hier ist es sicherlich 50-50 Verstappen und 50% das Auto. Was macht denn Max Verstappen denn so anders mit dem Red Bull als Perez? Also er ist natürlich ein Überflieger. Ja, ich nenne das Überflieger, der einfach etwas besser machen als andere. Auf der anderen Seite ist das Auto natürlich auch um ihn herum gebaut worden. Ja, das ist auf seinen Fahrstil eingetrimmt. Er hat über Jahre den Einfluss geltend machen und viele von seinen Teamkollegen konnten das Auto ja nicht richtig bewegen. Das war viel zu giftig zu fahren. In diesem Jahr scheint er ein bisschen einfacher zu fahren zu sein, aber ihn schnell zu bewegen scheint nach wie vor tückisch zu sein und das kann eben nur der Max Verstappen, aber das ist sein Auto und ich glaube, das ist die Schwierigkeit für seinen Teamkollegen. Ist es dann nicht auch generell schwierig für Red Bull, gerade natürlich auch, wenn man jetzt mal mit Blick auf die Konstrukteurs-WM, Perez am Samstag im Qualifying auf Platz 3, Helmut Marko hat ja gestern auch eine klare Zielvorgabe gegeben, eigentlich wäre es so die Wunschplatzierung 1-2 gewesen, da war man ja mit Perez meilenweit von entfernt, auch wenn man mal guckt, was Perez ja gestern im Rennen unter anderem so abgeliefert hat, da sprechen wir dann auch gleich mal noch drüber, unter anderem mit Charles Leclerc, wo es ja auch zweimal irgendwie eine sehr interessante Situation gab. Aber wie lässt sich das dann irgendwie miteinander vereinen, wenn du sagst, dass das Auto auf Verstappen quasi aufgebaut wurde? Wie schafft man es dann eben auch noch, Perez irgendwie mitzuziehen, dass man in der Konstrukteurs-WM natürlich vor Mercedes bleibt? Das Problem für Perez ist, dass er seinen Fahrstil auf das Auto einstellen muss. Er kann das Auto jetzt nicht während der Saison versuchen, sich ihm anzupassen. Wir hatten dieses Jahr viel zu wenig Testkilometer. Das haben ja alle gespürt, die das Team gewechselt haben. Und er hat jetzt einfach eingesehen, ich muss mich dem Auto anpassen. Manchmal gelingt ihm das. Er versucht dann immer wieder im Training irgendwelche neue Einstellungen, die seinem Fahrstil entgegenkommen. Aber mir fällt dann auf, wenn er das macht, dass er jeweils zu viel Zeit verliert auf Max Verstappen. Das heißt, nur mit der Einstellung, die Max Verstappen fährt, ist das Auto schnell. Und er muss jetzt einfach damit leben, dass das Auto nicht genau so fährt, wie er es gerne hätte, sondern er muss sich dem Auto anpassen. Und das ist schon schwierig.
Vor allem auch Perez läuft auch so ein bisschen die Zeit davon. Er hat ja nur einen Vertrag bis zum Ende des Jahres. Und ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich glaube, unter der jetzigen Konstellation ist das ja keine Bewerbung auch für 2022, oder? Da müsste noch mehr kommen. Ich meine, nach dem Training, wo er Dritter war, konnte man sagen, okay, jetzt kommt er langsam dahin. Er war auch in Imola, war er schnell. Aber das ist natürlich nicht genug. Der müsste konstant, wie ein Bottas, der praktisch ja immer hinter dem Lewis steht und ihn abdecken kann oder sogar manchmal vor ihm. Das wäre eigentlich der Wunsch. Aber das schafft er nicht ganz. Und so gesehen kann man ihn auch wieder ersetzen. Also ein Gasly wird sich ja anbieten, weil der ja mit Toro Rosso oft ja vor ihm startet, obwohl er den Red Bull fährt. Also der Gasly wäre ja eigentlich der Mann, den sie wieder zurücknehmen sollten. Der ist jetzt gereift. Auf der anderen Seite fährt er vielleicht auch nur mit dem Toro Rosso, wollte ich schon sagen, mit dem Alpha Tauri schnell. Und wenn er wieder in Red Bull zurück muss, hat er dasselbe Problem wie Perez. Jetzt gerade auch nochmal, wenn wir mal gezielt über Perez sprechen. Es gab ja so drei Szenen. Einmal gab es natürlich die Szene mit Norris. Da hat ja Norris dann die 5 Sekunden Strafe bekommen. Aber da wollen wir nachher mal drüber sprechen, ob das einfach zu viele Strafen gestern waren. Weil wir reden ja hier immer noch über Rennsport, ne? Also gewisse Szenen wollen wir natürlich auch sehen. Und wenn da natürlich dann die Rennleitung eingreift und dann Strafen verhängt, ob es dann noch verhältnismäßig ist. Aber es gab ja zwei interessante Szenen auch zwischen Charles Leclerc und Perez, wo es jeweils dann 2x5 Sekunden für Perez gab. War das gerechtfertigt aus deiner Sicht? Beim ersten Mal ja, die Kurve 4, da war Leclerc auf der Außenseite mit der Nase bereits vorne. Und er hat ihn dann Rad auf Rad praktisch mit 2 Berührungen rausgedrückt. Das war zu hart, das kann man nicht machen. Dann allerdings die zweite Geschichte in der Kurve 6 war das, als Leclerc auch wieder außenrum versucht hat, vorbeizukommen, da hat es keine Berührung gegeben, sondern ging einfach der Platz aus. Und ich glaube, das Risiko muss man eingehen, wenn man außenrum überholt. Für mich ist immer entscheidend, wer hat die Nase vorne. Im Prinzip gehört dem ja die Kurve. Und wenn jetzt aber einer auf der Außenbahn es schafft, seine Nase nach vorne zu strecken, dann muss der Innere einfach ihm genug Platz lassen, das heißt eine Autobreite Platz lassen. Aber das war beim ersten Mal der Fall, aber beim zweiten Mal war das nicht klar. Also die zweite Strafe war für mich überflüssig. Das war ein Rennunfall. Kann man sagen, dass dann irgendwie Leclerc ein bisschen zu übereifrig gestern war und zu schnell irgendwie mit der Brechstange nach vorne kommen wollte? Es war halt einfach so, er hat einfach gemerkt, wo er schneller ist und an den Stellen auf der Geraden und so konnte er nicht überholen. Die Ferrari-Power hat einfach nicht ausgereicht. Er musste dann irgendwas riskieren und Perez wusste natürlich auch, wie man die Tür zumacht, also kann man nur außenrum vorbeifahren. Es war einfach, der Ferrari war schneller in den Kurven. Und der Red Bull war schneller auf der Geraden, also bleibt dir nichts anderes übrig. Also ich habe verstanden, dass Leclerc das so probiert hat. Helmut Marko hat ja auch dann gestern nach dem Rennen sich bei Sky ja auch geäußert und war natürlich alles andere als zufrieden. Die ursprüngliche Aufgabe 1-2 ist natürlich völlig fehlgeschlagen. Perez ja auch nur auf Platz 5 mit Blick auf die Konstrukteurs-WM sicher nicht gerade von Vorteil. Glaube ich, Helmut Marko kann man gut verstehen, wenn er da gerade nach dem Rennen oder nach seiner Leistung gestern schon sehr enttäuscht war, oder? Weil er ja auch, glaube ich, ein bisschen sarkastisch oder ironisch gemeint hat, er hat mehr Sekundenstrafe wie Punkte bekommen. Ja, ein guter Spruch, oder? Also sicherlich hat er das Soll nicht erfüllt. Das ist eindeutig so. Und das Ganze hat halt angefangen mit dem missglückten Überholversuch gegen Lando Norris. Auch hier war natürlich die Geschichte zweischneidig. Also, aber da hat es angefangen, da ist er zurückgefallen und dann hat er praktisch wild um sich geschlagen, wenn man so will, und versucht wieder nach vorne zu kommen und das ist ihm halt nicht gelungen. Zumal sie dann auch nochmal die Strategie auch eine ganz andere dann wurde, ne, als ja auch dann Perez zurückgefallen ist, deutlich zurückgefallen ist. Auch natürlich, was das Reifenmanagement anbelangt, auch nicht gerade zimperlich umgegangen, oder? Perez gestern. Nein, wenn man so fightet, dann geht das auf die Reifen, das ist klar. Vor allem, wenn man die ganze Zeit im Windschatten fährt und
und dadurch weniger Anpressdruck hat, dann leiden die Reifen darunter. Das hat alles eine Rolle gespielt. Aber mich hat schon ein bisschen gewundert, dass er nie in die Nähe gekommen ist von einer Rundenzeit von einem Max Verstappen. Jetzt kann man sagen, der erste Austritt im Kiesbett hat vielleicht irgendwas ein bisschen beschädigt am Unterboden. Aber es kann ja nicht gravierend gewesen sein. Man hat auch nichts gesehen. Das Team hat auch nichts gesagt. Das wäre noch eine Erklärung. Er ist einfach nicht auf Touren gekommen. Aber das ist ja nicht zum ersten Mal letztes Jahr der Fall gewesen. Jetzt haben wir jetzt Juli, Anfang Juli. Jetzt geht es ja in 2 Wochen weiter dann im nächsten Rennen. Glaube ich, Silverstone, was dann irgendwie auf dem Programm steht. Jetzt hat man 2 Wochen Zeit. Die Zeit läuft ja auch ihm jetzt ja davon. Ich denke mal, Red Bull wird ja irgendwann auch die Entscheidung treffen müssen, wie geht es nächstes Jahr weiter, oder? Richtig, richtig. Also wie gesagt, er hat ja nur einen Einjahresvertrag. Also von dem her sind sie frei zu entscheiden. Das setzt ihn natürlich noch mehr unter Druck. Auf der anderen Seite, eigentlich muss er am Samstag besser werden. Das hat er zwar zweimal geschafft, ein gutes Resultat zu fahren in der Qualifikation. Aber meistens steht er einfach zu weit hinten und muss erstmal Auto überholen, um überhaupt hinter den Teamkollegen zu kommen oder in die Nähe des Teamkollegen. Und das wäre ja seine Aufgabe. Jetzt hat er zwar mit Glück mal ein Rennen gewonnen, das ist schön für ihn, aber Red Bull hilft das ja nicht wirklich, wenn es um die WM geht. Zumal ja auch nicht jeder, glaube ich, bei Red Bull begeistert war, dass Sergio Perez überhaupt kommt. Ne? Es gab ja auch kritische Stimmen, oder? Es war halt so, die haben so ein großes Nachwuchsprogramm. Das muss man ja wirklich loben. Red Bull tut was für Nachwuchsfahrer. In allen Kategorien siehst du Autos mit Red Bull Werbung rumfahren, die unterstützt werden. Das heißt, viele junge Rennfahrer profitieren. Wir dürfen nicht vergessen, dass auch ein Sebastian Vettel damals die Unterstützung hatte, sonst wäre er wahrscheinlich nie in die Formel 1 gekommen. Muss man auch sehen, das hat auch Red Bull geschafft. Und so geht es einigen Piloten, die es wahrscheinlich nie ohne Red Bull schaffen würden. Und dann ist natürlich blöd, wenn sie dann einen Fahrer einkaufen und eigentlich dadurch den Sitz blockieren. Meinst du, das wird auch bei den Gedankenspielchen jetzt eine entscheidende Rolle spielen, ob man jetzt genau eben aufs Nachwuchsprogramm setzt, eben bei der Frage, wer sitzt nächstes Jahr neben Max Verstappen? Da wird man sich sicherlich jetzt gut überlegen, weil wir haben ja gesehen, dass der Albon auch beim letzten Rennen, letztes Jahr dann in Abu Dhabi, ja mit dem 4. Platz ja in der Lage war, dem Leader zu helfen, Max Verstappen, konnte davon profitieren, weil die Mercedes keine Boxenstopps, zusätzliche Boxenstopps, also keinen Undercut versuchen konnten. Und das war ja eigentlich, dann hat der Albon zum ersten Mal seinen Soll erfüllt und dann stellt man ihn raus und nimmt den anderen Fahrer, der es eigentlich nicht besser macht, wenn wir jetzt ehrlich sind. Lass uns mal noch ein bisschen über die Strafen sprechen. Waren es gestern ein bisschen zu viele Strafen? Es gab ja insbesondere gerade nach der Strafe gegen Lando Norris viele, die gesagt haben, das war wirklich lächerlich. Also das war etwas, was es nicht gebraucht hätte. Hat man es gestern ein bisschen übertrieben? Das waren jetzt natürlich nur wenige Minuten aus unserer gesamten Sendung. Die ganze Sendung in voller Länge gibt es jetzt kostenlos in unserer Mediathek auf arena-plus.tv.